Jo Leute, es ist der Tenkaichi Meister. Herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Dokkan Battle und Happy Saiyan Day. Heute ist Saiyajin Tag, der 18. März, und dieser Saiyan Day wird auf eine ganz besondere Art gefeiert, denn wir haben ein neues Dokkan Festival Banner bekommen auf Global und JP gleichzeitig. Wie gesagt, als Saiyan Day Celebration. Das ist der Transforming Vegeta. Gehen wir auf das Banner drauf. Vegeta ist wie Transforming Goku. Er summonst ihn als Baseform. Dokkan Awakened ist der Super Saiyajin und im Kampf wird er dann im ersten Turn, wo es ist halt Super Saiyajin. Das nächste, wo er auftaucht, ist Super Vegeta. Danach Super Saiyajin 2, danach Super Saiyajin God und danach Super Saiyajin Blue. Er ist ein bisschen anders als Transforming Goku und Freezer, weil Transforming Goku und Freezer in ihrer letzten Phase, also als Super Saiyan Blue bzw. als Golden Freezer, da machen sie einmal einen garantierten Crit und so. Und Vegeta, der ändert einmal das komplette Feld mit physischen Orbs um und haut da nämlich ziemlich rein, weil er ist, ich glaube er hat Attack und Defense plus 80% und er kriegt glaube ich 6% Attack pro Kisui obtained. Und in seiner letzten Phase hat er 120% Attack und Defense und kriegt 10% pro Kisui obtained. Haut dann also richtig rein. Yo, und eigentlich ist das Banner nicht so, wie ich es mir gedacht habe, weil dieser Vegeta ist Pure Saiyan und Super Leader. Also er gibt Pure Saiyans 150% 3 Ki und Super Types 3 Ki und 100%. Und ich habe erwartet, dass Evo Vegeta und Transforming Goku auch mit dabei sind, weil Transforming Goku ist, glaube ich, eh klar mit Super Types und Evo Vegeta mit Pure Saiyans. Aber es kam dann doch anders. Aber dazu gleich mehr. So, die nächste Unit, die neu ist, ist dieser Kerl und den will ich unbedingt. Das ist nämlich ein Int Vegeta, der wird Dokkan Awakened zu Super Vegeta. Und falls ihr es nicht wusstet, ich bin ja ein kompletter Super Saiyan 4 Goku Fanboy. Und eine weitere Transformation, für die ich absolut weak bin, ist Super Vegeta. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, warum. Es ist einfach nur dieser Kampf gegen Cells zweite Form, wie badass Vegeta da war. Das hat mich so ein bisschen angesteckt. Also ich finde das halt geil. Das heißt, diesen Vegeta will ich unbedingt haben. Hat auch eine geile Super Attack. Ja, der muss unbedingt sein. Doch hier ist der Moment, wo sich der Banner unterscheidet von dem, was ich erwartet hatte. Hier. Full Power Super Saiyan 4 Son Goku. Den muss ich haben. Ich habe ihn nicht, ich brauche ihn zwingend. Ich wollte eigentlich erst wieder beim 4 of Any summonen. Aber für diesen Vegeta wollte ich eine Ausnahme machen, weil mir halt ein guter Pure Saiyan Leader fehlt. Und diesen Kerl brauche ich sowieso fürs 4 of Any als Link-Partner für LR Super Saiyan 4 Son Goku. Also der muss unbedingt sein. Dann Super Saiyan 4 Gogeta. Fehlt mir nur noch ein Dupe, dann habe ich den Rainbow. Also der darf auch ruhig droppen. Super Saiyan 3 Bardock habe ich ohne Dupe, hätte ich auch gerne Dupes für. Super Saiyan 3 Vegeta habe ich ohne Dupes, da kommt bald sein Extreme Z Awakening, deswegen wäre der auch gar nicht mal so schlecht. Und in Super Saiyan Blue Vegeta ist halt ein bisschen veraltet und ja, eher nicht so sehr. Und dann gibt es nur noch Base Vegetas, die man halt für die SA vom Super Vegeta und von dem anderen Vegeta benutzen kann. Und eben AGL Super Saiyan Bardock für die SA vom Super Saiyan 3 Bardock. Der erste Multisummon kostet 30 Stones und ab da kosten alle 50 und ihr seht, ich habe 360 Stones, das heißt, nach Adams Riese 7 Multis sind möglich, notfalls hätte ich noch Geld, wo ich nicht weiß, ob ich das investieren soll, aber ohne weitere Verzögerung fangen wir direkt an. Ja, also ist eigentlich ein ziemlich krasser Banner, leider nicht so ganz, wie ich mir gewünscht habe, aber trotzdem sick. Okay, erster Multi mit Gohan. Komm. Super Saiyan 1. 2. Bleibt dabei. Vegeta. Goku. Bardock. Gokua. Uub. C17. Yamchu, Vegeta, Bardock und das ist STR Super Saiyan Bardock. Also der erste Multi war schon mal relativ trash. Weiter geht's.
Okay, Vegeta fliegt mit. Komm, Fusion. Nein, leider nicht. Super Saiyajin 2 bleibt dabei. Vegeta. Raditz. Vegeta. C18. Nappa. Vegeta. Bardock. Krillin. Raditz. Und Great Ape Raditz. Bis jetzt ist der Banner absolut trash. Aber die Units darin sind halt viel zu gut, als dass man aufhören könnte. Fliegt nur Schrott mit. Okay, er bleibt Baseform. Komm, Double Crack. Eins. Bardock. Vegeta. Cell. Haze Shenron. Pan. Nail. Piccolo. Vegeta. Vegeta. Und Angel Cell. Als ob, was ist das denn für ein Banner? Ich krieg ja nicht mal eine Featured Unit bis jetzt. Außer halt die ganzen SRs, mein Gott, aber. You know what I mean. Komm, Fusion. Ey, das ist doch nicht. Eins. Zwei. Drei. Komm, Gott. Ey, schade. C17. Vegeta. Jakon. Ach, Yamu, nicht Jakon. Ocean is Shenron. Kaioshin. Goten. Krillin. Jeez. Vegeta. Und Ester gegen Hidama Goku. Ey, das ist doch ein komischer Banner, ehrlich jetzt. Bis jetzt haben wir nicht einen SSR neben dem G-SSR gezogen. Und wieder nur komischer mit am Fliegen. Ey. Eins, zwei, drei, wieder kein Gott. Tau, bye bye. C18. Gohan. Vegeta. Mr. Satan. C18. Und Intalis. Vegeta. Bulma und Tech Kid Buu. Immerhin kriegen wir jetzt schon mal SSRs außerhalb des G-SSR. Aber trotzdem noch keine einzigen Featured SSR. Ohne Worte. Komm, Vegeta. Ey, das ist nicht wahr, ey. Super Saiyan 1, 2. Wieder kein 3, wieder kein Gott. Vegeta. 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 Physical Blue Goku brauche ich nicht. C17. Nappa. Vegeta. Pan. Mr. Satan. Oh, das ist Pandell. Die hat mir doch in meinem Fusion-Team gefehlt als Support. Also das ist ganz nett. Aber immerhin nur Trash. Sonst. Also was ist noch kein einzig Feature der SSR. Und das ist jetzt mein 7. Multi. Wieder nur Trash fliegt mit. Komm schon. Gib mir jetzt mal einen Gott. Eins. Es bleibt bei eins, okay. Okay, Amont. Evil Buu. Vegeta. Riku. Vegeta.
Tenshin Han, Wutengs, Vegeta, Vegeta, AGR Super Saiyan GT Goku, what the fuck, ist das jetzt dein Ernst? Ich kaufe mir Stones. Scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt Stones. Okay, ich habe mir das 77 Stones Pack geholt und mache jetzt nochmal zwei Multis. Ich muss doch wenigstens einen Featured SSR bekommen. Wieder nur Schrott fliegt mit. Was ist das? Super Saiyan 1. Bleibt dabei. Chaozu. Son Gohan. Paragus. Vegeta. Vegeta. Kaioshin. Bojack. Chaozu. Piccolo. Und Physical Super Saiyan Vegeta, aber leider der falsche. Der uralte. No way. Mein letzter Multisummon. Wenn ich jetzt wieder keine Features kriege, ist das absolut das schlechteste Summon-Video aller Zeiten. Aus 450 Stones keinen Feature SSR wäre das. Komm. 1. 2. 3. Okay, es bleibt beim Dreier. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Tambourin. Vegeta. SSR 3, ach, Super Saiyan Bardock. Tenshin Han. Ah, Fake Out? Ja, Full Power Super Saiyan 4 Star Goku. Immerhin. Immerhin. Der war ein Muss quasi für mich. Oh, Super Saiyan 3 Bardock direkt hinterher. What? Muten Roshi. Vegeta. Okay, Goku. Und Int God Goku. Okay, immerhin. Mit dem letzten Multi noch Ehre gerettet, aber trotzdem katastrophale Summons. Absolut katastrophal. Nur der letzte war nochmal richtig gut, aber davor absolute Katastrophe. Naja, über den Kollegen hier freue ich mich sehr. Der war für mich ein absolutes Muss. Okay, das wär's von mir. Es ist ultra schade, dass ich immer noch kein Pure Saiyan Lied habe, außer AGL Broly. Aber ich habe halt keinen richtigen Pure Saiyan Lied, also über 120%. Aber immerhin ein Bardock Dupe und ein Full Power Goku. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich da krass geschafft wurde vor dem letzten Multi. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Video.